flow, shaking off rust, catching my dust, that's how we go. Geht, sagt man da. Passt das denn überhaupt? Ein Elektromotor, ein Hybridmotor in Verbindung mit drei Buchstaben, die normalerweise ja für Leistung ohne Ende stehen und auch für im positiven Sinne ein bisschen unvernünftigen Fahrspaß. Tja, die weltumspannende eingehende Meinung ist immer noch, nee, das passt nicht zu Fahrspaß und unglaublich viel Leistung. Tja, unter dieser Haube da vorne, da steckt aber ein Mild-Hybrid. Und der AMG E53, der gewinnt sogar richtig durch diesen Hybriden. Anstatt, wenn man das vergleicht, da wäre ein normaler, regulärer Verbrennungsmotor eingebaut. Kann ich ganz genau sagen, denn ich bin den Eimer da schon gefahren und ich war durchaus erstaunt. Versorgt wird die ganze Elektrorutsche über das 48 Volt Bordnetz und dann gibt es so einen kleinen E-Boost einfach so mit dazu. Ne? Wenn du drauf trittst, dann gibt es Poing, 22 PS, E-Boost obendrauf. Ne? Oder du willst Newtonmeter haben, Boing, gibt es 250 Newtonmeter elektrisch, einfach für oben mit dazu. Ein ehrlicher E-Boost. Das hilft natürlich auch beim Ansprechverhalten. Das funktioniert hier in dem AMG E53 wirklich grandios, macht richtig viel Laune und funktioniert eben gerade wegen des E-Boost meines Erachtens sogar besser als bei einem Turbo oder Kompressor. Grundsätzlich ist das Ding hier vom Fahrverhalten her natürlich eine echt saubere Sache. Der 3 Liter rein Sechszylinder hat immer genügend Power und wenn du willst, dann drückt er dich sogar, wenn du drauf trittst, richtig in die Sitze. Ausprobieren ist aber ein bisschen schwierig auf den Landstraßen, denn wir sind immer noch in Texas, USA und da wirst du mit Glück nicht erschossen, sondern nur geteert und gefedert. Willst aber gar nicht ausprobieren. Trotzdem kannst du auch bei den Geschwindigkeiten, die ich jetzt hier fahre, ich sag mal lieber nicht, was ich fahre, kannst du trotzdem sagen, Lenkung, die ist schön sauber und direkt und auch das Fahrwerk richtig knackig, so wie ich das bei einem AMG auch erwarte. Und ob der verschiedenen Fahrmodi, die hier in dem Auto drin stecken, kann er auch richtig gemütlich Komfort haben. So, kannst mal gucken. Ne? Hybrid muss eben nicht immer langweilig sein, sondern kann selbst in so einer Karre sehr, sehr sinnvoll sein in puncto Fahrspaß. Denn den Fahrspaß, den man hier bekommt, den kriegst du eben nur in Verbindung mit Elektro und Verbrenner, also dem Mild-Hybrid hier drin. Ne? Dann ist aber auch klar, dass bei so einem Auto, wo die drei dicken Buchstaben vorne drauf prangen, das auch ein bisschen was kostet.